Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei... Warum wollte ich Grim Dawn sagen? Pathologic. So. Also, die Kinder sind alle gerettet. Jetzt ist nur noch die Frage... Wer ist nicht gerettet? Das hatten wir schon mal, dass wir hier nicht rauskamen. Gut, also Gregor, Viktor leben. Mark, Maria und der junge Vlad leben. Es fehlen also nur noch Andre und Peter. Oder Petre. Petre. Also gehen wir nachschauen, wie es ihnen geht. Gut. So. Da vorne links abbiegen und dann sind wir ja fast da. So. Ach, die blöde Erschöpfung. Das Problem, das ich habe, ist Petre. Ich weiß nicht, wo der ist. Der sollte ja leben. Also. Hier haben wir das Problem. Genau wie vorhin. Und jetzt ist die Frage, hier ist niemand. Aber ist das wichtig? Bedeutet das irgendetwas? So, das einmal. Hallo, mein Freund. Kaffee, das ist gut. Oh. Okay, jetzt wird viel günstiger als sonst. Guten Tag, meine Schöne. So. Es gibt nichts mehr zu reden. Sie haben mir das Leben gerettet, mein Freund. Das ist wunderbar. Bald werden Sie sehen, wie würdig ich Ihre Gabe benutzen werde. Und sagen Sie mir bitte, was werden Sie Ihr Leben führen? Leben Sie, André. Beachten Sie Petre. Betrachten Sie Peter aufmerksam. Ohne ihn werden Sie zu einer Verzweifelten und Kriminellen werden. Sagen Sie mir, was Leben führt. Ich habe endlich verstanden, was meine Rolle ist. Ich kann an Orten gelangen, an denen niemand sein sollte. Ich kann perfekte Verbote brechen. Ich kann brechen und lügen, aber ich kann nichts bauen. Sie sind nicht allein, Andre. Sie sind auch wild. Aus Sicht der Evolution sind sie ein bedeutungsloser Atavismus. Ich habe immer wieder versucht, ihnen das zu sagen, schon als wir noch Studenten waren. Nee, er ist nicht allein. Genau. Es gibt keinen Andre. Es gibt nur die Stamity-Brüder. Ohne den anderen sind wir nichts. Zusammen sind wir tausendmal mehr wert als jeder Meister der alten Schule. Denn Petre kann in seinen Träumen keine Grenzen. Denn Petre kennt in seinen Träumen keine Grenzen. Er ist zu naiv dafür. Meine Handlungsfreiheit sind in der Tat keine Grenzen gesetzt. Sie mögen Superlative zu sehr oder Sie erkennen die Behörden nicht. Na, Superlativ. Deshalb werde ich alles tun, was Petre erfindet und mich von Marias Liebe segnen lassen. Weder die Hölle, noch mein Bruder, noch das Gesetz werden mich aufhalten. Ich bleibe hier. Ich mag diese kommende Feuerbrunst. Ich werde mich wie ein Demiurg fühlen. Ich beneide Sie, Andre. Nein, ich bin sicher, wir sehen uns in der Hauptstadt wieder. Ich werde ein Festmahl halten. Okay. Meine Weisung nennt sich Sprung über den Kopf.
Ich habe alles getan, was ich wollte. Ja. Nehmen Sie Andrei, beachten Sie Petri aufmerksam. Okay. Aber wo ist Petri? Aber bevor wir das machen, nach Drogs Rationen. 1, 2, 3. Damit wir ein bisschen mehr Zeit haben und volle Gesundheit. So, wir speichern. Also gut. Ich speichere hier mal ein bisschen größer. Denn ich habe eine Idee. Ich werde sie hier von ihrem Elend befreien. So. Ja, ja, kliffender Kötter. Geben Sie mir da. Gut. Okay. Gut, dann reden wir mit ihr. Was? Vielen Dank. Ich muss noch eine Weile am Leben bleiben, da ich noch eine Sache zu erledigen habe. Mein Tod, das kennen wir. Glauben Sie, dass das umsetzbar ist? Wir sind jetzt zu wenige Menschen, aber selbst wenn wir bloß ein Dutzend sind, wird es ausreichen, um die Stadt größer werden zu lassen. Für mindestens 20 Jahre wird es einen Platz auf der... Okay, das kennen wir eigentlich. Das ist mir alles gleich, aber es wird bald mehr von ihnen geben. Okay. Mhm. Gut. Also, Anna ist gerettet. Jetzt fehlt nur noch Alexander, Katharina und Lara. Und genau dafür habe ich die drei hier noch. 1, 2, 3. Alles läuft nach Plan. Aber zum Glück kann ich alle retten. So. Ich wünschte, ich hätte noch ein bisschen Pulver und es nicht so verbraucht. Hier, Kinderpulver. Das könnte helfen. Das macht einen Menschen für den Rest seines Lebens zum Pflegefall. Es wird neben der Seuche alle seine inneren Organe angreifen. Sind Sie sicher, dass Sie ihn um diesen Preis retten wollen? Ja, geben Sie ihm. Nein, nicht. Ja, geben Sie ihm. Der sollte lebendig sein. Nein, das halte ich nicht lange aus. Vielen Dank. Er muss noch eine Weile am Leben bleiben. Nehmen Sie und tun Sie, was Sie tun müssen. Gut. So. Okay, also, hier, Allheilmittel. Und wir sind da. Immer wieder diese Kelch. Wenn es genug Menschen wie mich gibt. Ja, ja. Auch sie haben wir gerettet. So, jetzt fehlt nur noch Lara. Dann hätten wir das. Ich hoffe einfach, also es klang vorhin so, als würde Petri noch leben. Der Morgen des 12. Tages, dieser Tag ist der letzte, es bleiben weniger als 14 Stunden, um eine angemessene Entscheidung zu treffen. An dem vollkommen offensichtlich wird, warum alle das geschehen musste. Also. Hier ist Petri nicht, also hoffen wir mal, dass alles gut gegangen ist und er irgendwo ganz gemütlich seinen Kaffee trinkt. Oder in seinem Fall Dwerinium. Der schüttet sich hier das Zeug hinten, als gäbe es keinen Morgen.
So. Spät ist es 7 Uhr. So, du. Abschaum. Hier. Ja. Den Mündeln der Heilerin geht es gut. Sie kann beruhigt werden. Nun hat sie Zeit, ihre Argumente zum Rat vorzutragen. Ja, aber zuerst will ich mit ihr reden. Was ist mit meinen Mündeln? Gnade ist keine Tugend, sondern eine Frucht der Angst. Okay, gib mir die Idee. Okay. Gibt es sonst noch etwas? 12. Tag. Andere Dinge? Nein. Und auch der ist weg. Also bleibt nur noch der eine bei den Olgrimsky. Sonst sind alle anderen weg. Okay, Moment, überlegen. Welcher ist der schnellste Weg? Aber gut. Das bedeutet... Nee, das kann er lebte, das wissen wir ja schon. Weil der beim anderen ist, bei Burak. So. Petra muss irgendwo noch leben, verdammt. Ich hoffe es einfach so sehr. Das wäre schade, oder nicht? Wir haben uns so viel Mühe gegeben, alle zu retten. Bis auf den alten Olgrimsky. Aber alle zu retten. Und dann... Geht es nicht? Ja. Das wäre schade. So. Dann haben wir wirklich alle gerettet. Jetzt ist nur noch die Frage, wie sieht das Ende nun aus? Ja, ich würde sagen, dann geht's ab ins Bett und dann... Kurz vor 19 Uhr wird da nachgeschaut. So, also Maria will die Stadt vernichten, dafür den Polyeder bestehen lassen. Burak will den Polyeder vernichten, dafür die Stadt stehen lassen. Und sie will... Ich fühle mich schlecht. Es wird mir schwarz vor meinen Augen. Okay. Die Zeit ist fast abgelaufen. Sie werden bald anfangen zu schießen. Ihre Schutzbefohlenen sind am Leben und wohlauf. Ich erwarte sie bei der Ratsversammlung. Wenn meine Schutzbefohlenen am Leben sind, werde ich beim Rat an ihrer Seite stehen. Dort sind es dann keine Königin. Dort wird es dann keine Königin geben, die ich nicht davon überzeugen könnte, dass meine Entscheidung der größte Segen überhaupt ist. Wollen Sie wirklich, dass ich zur Ratversammlung in die Kathedrale komme? Kommen Sie zur Kathedrale. Ich werde Ihnen die Entscheidung überlassen. Oh, das würde ich nicht so sagen, dass ich ihr die Entscheidung überlasse, sondern ich treffe dann die letzte Entscheidung. Die Anhänger, die seit langen Jahren bereit sind, ihr Leben zu geben, die Ausgestoßenen, die bereit sind, ein leuchtendes Beispiel zu sein und eine Kette freiwilliger Opfer im Gang zu setzen, sind am Leben.
Galara wird zur Kathedrale zum letzten Rat kommen. Dort kann sie ihre Entscheidung verkünden, wenn ich ihr das Recht auf eine Entscheidung gewähre. Okay. Oh. Nein, denn es war also nur das. Die verbannten Kinder, da. Meine Schützlinge leben hier alle noch. Er lebt, lebt, lebt. Ich glaube, er lebt. Sie lebt. Sie angeblich auch. Er lebt. Also, ja. Gut, das heißt, ab geht's zu Eva Youngs Haus und dort werden wir kurz mal übernachten. Also, was heißt hier übernachten? Wir werden einfach ein bisschen schlafen. Die Zeit verstreichen lassen. Ja. Okay, die Stadt ist extrem ruhig. Ein Brief von der Obrigkeit Mediziner. Wir haben uns entschieden zu schreiben, da sie nicht zuzuhören scheinen. Sie sind völlig außer Kontrolle geraten. Seit kurzem machen sie nur noch, was sie wollen. So kann es nicht weitergehen. Die Obrigkeit, also die, die zu mir gehören. Also Maria und die Utopisten, wie es so schön hieß. Und ich weiß nicht, wie das... Also, die Obrigkeit sind die Utopisten, also die, die zu uns gehören. Zu Burak gehören die Termiten und zu Clara die Demütigen. Okay. Aber gut. So. Scheint alles sehr ruhig zu sein. Also hier ist wirklich niemand mehr. Bis auf die Soldaten ist es wie ausgestorben. Interessant. Okay, also die Obrigkeit ist nicht zufrieden, dass wir die anderen zwei dazu eingeladen haben, vorbeizukommen, dass wir alle gerettet haben. Aber ich werde immer noch meine eigene Entscheidung treffen. Oh oh. Nein, 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 das reicht nicht. Sie haben doch die Einladung der Obrigkeit erhalten. Habe ich recht? Warum sind Sie nicht zur inneren Kammer des Spiegelturms gegangen? Dort ist es unterhaltsam. Gehen Sie hin und kommen Sie danach zu uns, sonst stimmen Ihre Eindrücke nicht. Das habe ich vergessen. Wie kommen Sie drauf, dass ich nicht dort war? In der inneren Kammer? Da waren Sie gewiss nicht. Wenn Sie dort gewesen wären, würden Sie jetzt völlig anders aussehen. Glauben Sie mir, ich habe viele solche Leute gesehen. Die Stadt ist jedenfalls sauber. Der Weg hin und zurück dauert eine halbe Stunde. Wir werden warten. Wie Sie wünschen. Ach, die Stadt sieht sauber aus, aber ich weiß, was unter dieser täuschenden Sauberkeit verborgen ist. Wie Sie wünschen. Okay. Gut, Ihnen geht's gut. So.
Also dem Typen geht's gut. Wir müssen zuerst ins Polyeder. Aber was heißt hier, wir haben einen Brief der Obrigkeit gekriegt? Also, eine Einladung. Hier steckt nichts von. Die Anhänger, Verband und Kinder. Okay, und eine andere Aufgabe haben wir nicht. Also gut. Eigentlich wollten wir jetzt zu Eva gehen und dort ein bisschen schlafen, bis, sagen wir, 18.30 Uhr. Aber wenn der das Gefühl hat, wir müssen zuerst darüber hin, dann machen wir das. So. Hier scheint alles noch in Ruhe zu sein, also alles in Ordnung, gut. Vielleicht erst nach 7 Uhr können wir dann da hoch. Ich weiß, dass es ihm gut geht, weil, ja, wir waren ja schon oben und er gehört ja zu den Termiten. Blöder Name. Gut. Wir gehen ein paar Stufen hoch. Genau hier. Wir speichern. Und Geronimo! Wir haben es überlebt. Eigentlich wollte ich mich umbringen. Man soll ein Steam-Achievement kriegen. Ach, komm schon. Gut. Eine Erinnerung der Inquisitorin. Der Rat wird heute um 19 Uhr im Gebäude der Stadtkathedrale tagen. Ich möchte Sie mit Nachdruck einladen, bei der heutigen Sitzung anwesend zu sein und diesen dickköpfigen General das eine oder andere Argument für Ihre und, wie ich hoffe, auch unsere Entscheidung zu präsentieren. Außerdem fordere ich Sie auf, all ihre Geschäfte zu erledigen, bevor sie sich zum Treffen des Rats begeben. Es hat sich eine Pattsituation ergeben. Unglücklicherweise scheint meine Autorität nicht ausreichend die ausstehende Entscheidung administrativ durchzusetzen. PS, ich möchte mit Nachdruck erwähnen, dass ich darauf zähle, dass Sie eine überlegte Entscheidung treffen und ich zähle in jedem Fall auf Ihre Ehrlichkeit. Inquisitorin. Okay, wir kommen jetzt nicht mehr rüber. Super. So, aber zum Glück haben wir ja vorher gespeichert. Das war schlau von mir, denn ich bin so klug. K-L-U-K. So. Ist der Fall von hier tödlich genug? Ja, wir haben keine Errungenschaft gekriegt, weil ich eigentlich nicht auf Steam spiele. Ups. Ja. Gut, aber vielleicht hätte es etwas gezeigt. Ich glaube, dann wäre die Errungenschaft kurz vor dem Ende oder so. Am letzten Tag noch gestorben. Aber gut. Oh, wie ich gerade sehe, das war's für diese Folge. Wir lesen noch das schnell. Ja.
So. Es hat sich hier nichts geändert. Und wir haben auch keinen neuen Brief gekriegt. Naja, okay. Seltsam. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.